Hallo meine Lieben, ja, heute gibt es ein neues Video von mir und zwar ist das Video ein Shopping Haul. Ich war mal wieder shoppen mit Lea und Annalena und zwar war das am Donnerstag, da wir keine Schule hatten und dann sind wir nach Bremen gefahren und ich zeige euch heute, was ich so gekauft habe. So, fangen wir an mit einem Laden, wo ich mir nur ein Teil gekauft habe. Und zwar ist das Douglas. Da habe ich nämlich einen EOS Lip Balm gekauft. Ich habe mir auch mal einen zugelegt. Sieht, ist halt dieser rosane, der sieht so aus. Das ist der EOS Lip Balm Strawberry Sorbet oder Erdbeer Sorbet. Und der hat 5,99 € gekostet. Dann kommen wir jetzt zu DM. Und zwar habe ich da einmal als erstes von Ebeline diese Haargummis gekauft. Die ganz normalen Haargummis ohne irgendwas, ohne dieses Metallzeugs. Das sind 15 Stück und die haben 1,95 € gekostet. Als nächstes habe ich mir wieder ein Deo gekauft von Balea. Und zwar ist das das Deo Spray Kirsche mit spritzig süßem Duft von Kirschen. Und ich finde, das riecht wirklich... riecht voll lecker. So, oh. Und das hat 85 Cent gekostet und ich finde, dafür kann man sich das auf jeden Fall mal kaufen. So, und das letzte, was ich mir auch schon bei DM gekauft habe, ist ein Body Spray. Und zwar ist das das Balea Erfrischendes Body Spray Tropical Sunshine mit Orangen- und Mango-Duft. Sieht so aus. Das hat auch 1,95 € gekostet. So, jetzt sind wir bei dem zweiten Drogeriemarkt und zwar ist das Rossmann. So, ich habe mir als erstes zwei Eyeliner gekauft und zwar sind das beides die gleichen. Das ist der Essence Eyeliner Pen Extra Long Lasting. Ich glaube, der hätte normalerweise so um die 2,50 € gekostet, aber da diese Woche bei Rossmann auf Mascaras, Eyeliner und Eyeshadow, also Lidschatten, 30% Rabatt sind, haben die beiden jeweils, also der hier hat 1,77 € gekostet und der hier auch. Und ich glaube, ich... ein bisschen was gespart. Machen wir auch schon weiter mit dem nächsten Teil. Und zwar ist das von Isana das Haarlack Power Extreme Haarspray mit Pflegevitamin und UV-Filter. Und das habe ich schon mal, das habe ich für meine Mama mitgebracht, weil die das so gut fand. Und das hat 89 Cent gekostet. So, dann habe ich mir wieder etwas doppelt gekauft. Und zwar Abschminktücher, weil ich mal wieder welche brauchte. Und die haben hier so ein süßes Aufklappding. Und auch die waren, also ich kaufe mir die Abschminktücher meistens nur, wenn sie im Angebot sind. Und die waren auch diesmal im Angebot und haben nur 99 Cent gekostet. Und das ist auch eine Limited Edition. Und zwar riecht die nach Granatapfel. Das wusste ich gar nicht. Das habe ich erst in der Straßenbahn bemerkt, aber... ja, riecht ganz lecker, ne? Also ich finde, ich ganz nett. Und ich finde dieses Flippy-Clappy-Ding-Da-Dong da ganz cool. Ja, die haben jeweils 99 Cent gekostet. Und hätten sonst eigentlich 1,29 €, glaube ich, gekostet. Achso, und die sind von Isana Young. So sehen die aus. Und dann kommen wir jetzt auch schon zum letzten Produkt von Rossmann. Und zwar ist das das Garnier Hautklar 3 in 1. Reinigung, Peeling und Maske. Und ich guck mal, wie das so ist, weil, also das war auch im Angebot. Ja, also irgendwie war alles bis auf das Haarspray im Angebot oder hatte Prozente oder irgendwas. 2,79 € gekostet hat, habe ich mir gedacht, nehme ich das mal besser mit. So, dann kommen wir zu Deichmann. Aber bei Deichmann habe ich mir einmal Flipflops gekauft und zwar sehen die so aus und die haben hier noch so ein Kugeldings hier so. Das ist sehr gut für die Füße. Und die haben hier halt so ein schönes Muster. Die haben 7,95 € gekauft. Machen wir direkt weiter mit H&M. Ah. So, und zwar habe ich mir einmal so ein Zweierpack T-Shirts gekauft, was ich einfach so als Schlaf-T-Shirt nehme. Und die haben 10 € gekostet, also 9,99 €. Und das ist einmal so ein komplett graues T-Shirt. Rosa-weiß gestreiftes T-Shirt. Und ich finde die ganz angenehm und... ja. So, mein nächstes Teil ist ein Top und das ist so ein weinrotes,
So ein bisschen meliert ist das, glaube ich, auch noch. Und das habe ich mir auch gekauft. Einfach, weil ich mal wieder Tops haben muss. Und das hat 5 Euro gekostet. Also 4,99 Euro. Dann habe ich mir noch ein weißes Top gekauft, weil ich einfach mal wieder ein weißes Top brauchte. Und ja, das hat auch 4,99 Euro gekostet. So, dann machen wir direkt weiter mit dem nächsten Klamottenladen. Und zwar ist das New Yorker. Ja. Und zwar habe ich mir bei New Yorker einmal dieses T-Shirt gekauft. Das ist, ich würde sagen, schon Crop Top, weil das ist schon bauchfrei. Und das ist halt so in so einem Blau hier. Und dann so ein Beige oder so ein Rosa, könnte man auch sagen, dass es schon rosa ist. Naja, weiß ich nicht. Und das ist halt, sieht halt so aus. Und hat 7,95 Euro gekostet. Das gleiche habe ich mir dann auch nochmal in Mint und Weiß gekauft. Und das finde ich einfach total schön. Und das fällt auch total locker. Und ich finde es einfach nur so richtig, richtig schön. Und auch das hier hat 7,95 Euro gekostet. So, der nächste Klamottenladen ist C&A. Einmal habe ich mir noch ein weißes Top gekauft für 2,05 Euro. Dann habe ich mir eine grüne Hose gekauft. Eine Hotpants oder Schlafhose. So grün-weiß meliert und die hat 6 Euro gekostet. Die gleiche Hose habe ich mir dann auch nochmal in grau-weiß meliert gekauft. Die hat auch 6 Euro gekostet. Und in pink oder lila-weiß meliert musste die dann auch nochmal mit und die hat auch 6 Euro gekostet. So, dann machen wir jetzt mit dem letzten weiter und das ist Primark. Und ich greife jetzt in diese Tüte einfach rein und ziehe das hier raus. Aha. Das sind einmal 50 schwarze Bobbypins für 1,50 Euro. So. Dann habe ich hier eine Tasche, die habe ich mir überlegt, kann man ja so schön mit zum Strand oder mit zum Freibad oder sonst wohin mitnehmen. Und die ist relativ groß, also da passt sehr viel rein. Ja, die hat 10 Euro gekostet. Ah, als nächstes sind dann die Socken dran. Und zwar habe ich mir so ein 7er Pack Socken gekauft für 3 Euro. Allerdings habe ich jetzt hier nur 3 Socken. Der Rest der Socken ist dann auch irgendwo verteilt. Aber ja gut, da habe ich gedacht. Ah, hier hätten wir noch eine Socke. So, dann habe ich mir mal wieder ein paar Schuhe gekauft. Und ja, ihr fragt euch jetzt mit Sicherheit, warum habe ich die schon wieder gekauft? Das liegt aus dem Grund, ich habe mir die ja beim letzten Mal in 36 geholt und den Tag danach waren die zu klein. Ich hoffe nur, dass sie mir morgen noch passen. Wenn die mir wieder morgen nicht passen, dann drehe ich echt durch. Dann weiß ich nicht, was mit solchen Schuhen los ist, du. Dann verstehe ich das einfach nicht. Naja, auf jeden Fall sind das die gleichen wie beim letzten Mal, nur eine Nummer größer und zwar in Größe 37 und ich hoffe, dass die jetzt länger passen. Und ja, die haben 8 Euro gekostet und ja. Dann habe ich mir ein kleines süßes Kulturtäschchen gekauft, das eigentlich doch relativ groß ist. Also da passt wirklich schön viel rein. Es hat hier auch noch so ein kleines Innenfach und das hat 4 Euro gekostet. Noch ein paar Socken. Dann habe ich mir 2 Bandeaus gekauft und zwar einmal in weiß und einmal in schwarz. Und die haben beide jeweils 3 Euro gekostet und ja. Dann habe ich mir so ein Westchen irgendwas Ding gekauft. Das, halt, das wärmt halt nicht, das ist einfach nur so zum schön aussehen. Und ja, das hat 9 Euro gekostet und ich finde es total... Oh, oh. Dann habe ich mir noch eine Hose genommen und die nimmt gerade voll das Licht weg. Wenn ja, also auf jeden Fall, die Hose klaut mir das Licht aus dem Gesicht. Auf jeden Fall ist das eine Hose auch irgendwie zum Schlafen oder einfach so zum Strand zu gehen oder irgendwas. Und die hat 5 Euro gekostet. Und oh mein Gott, guckt euch diese Hose an. Ist die nicht mega süß? Ja, da sind Minions drauf. Und da ist so drauf geschrieben, und das ist halt so eine Jogginghose. Die ist halt hier unten mit so einem Dings da. Es hat hier vorne auch so Bänder, leider sind die einfach nur gefaked. Und ich finde die so mega, mega süß. Und oh.
Und die hat 9 Euro gekostet. Oh, und das war's auch schon, weil ich habe hier noch 1, 2, 3, 4 Socken. Und das Dings von den Socken. Also, ich war 7 Paar für 3 Euro. So, das war's auch schon. Alles, was wir gekauft haben, beziehungsweise ich gekauft habe. Und falls ihr gerne sehen möchtet, wie das Ganze so abgelaufen ist, als wir geshoppt haben, dann guckt auf jeden Fall nächste Woche auf meinem Kanal vorbei, weil dann kommt ein Shopping Follow Me Around oder ein Shopping, ja doch, ein Shopping Follow Me Around. Und ja, ich habe sogar sehr, sehr viel gevloggt. Also im Gegensatz zu meinem ersten habe ich wirklich sehr viel gevloggt. Und es gibt wirklich etwas, was ein Weltwunder ist, aber Annalena hat tatsächlich gedreht. Also Annalena hat auch gevloggt. Das bedeutet, dass es tatsächlich bald passieren könnte, dass tatsächlich Annalenas Kanal bald vorhanden ist. Und dann wäre das doch ganz, ganz toll. Und ich freue mich schon, wenn es endlich das gibt. Also ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und über einen Daumen nach oben würde ich mich wie immer super, super doll freuen. Und über ein Abo freue ich mich auch immer riesig. Soweit ich weiß, sind wir schon bis heute, also heute ist Donnerstag, sind wir schon 166 Abonnenten. Und oh mein Gott, wir sind irgendwie in den letzten 20 Tagen so richtig viele mehr geworden. Ich weiß nicht, was los ist, aber es ist einfach nur so krass. Ich finde das so, so richtig cool und ich habe voll gespuckt. Also, danke an euch. Oh mein Gott, ihr seid wirklich die Besten. Und ich kann sowas nicht hier. Naja, also über einen Daumen nach oben würde ich mich ganz doll freuen. Und über ein Abo würde ich mich riesig freuen. Und das war's auch schon mit meinem Video. Und ja, bis zum nächsten Mal, wenn wir uns in Bremen sehen. Bei dem Shopping-Phänomen. Ja, dann bis dann. Tschüss.